So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und mal wieder die brandneuen und aktuellen Panini-Sticker. Und zwar die FIFA 365 2020 Edition. Ja, 5 Booster habe ich mir besorgt. Die werde ich jetzt in diesem Video aufmachen. Und ja, ich habe mir immer noch nicht das Sticker-Album gekauft, weil ich bin noch hin und her gerissen. Soll ich es mir holen? Soll ich es mir nicht holen? Obwohl ich mir ja schon Blister gegönnt habe. Was heißt, ich habe es mir nicht gegönnt. Das war ein Wunschvideo von euch. Genau wie das. Ich sollte mal wieder die brandneuen und aktuellen FIFA 2020 aufmachen. Deswegen habe ich mich für die Sticker entschieden. Vielleicht überlege ich es mir ja natürlich jetzt auch noch und hole mir das Sticker-Album. Aber jetzt erstmal die 5 Booster FIFA 365 2020 Edition. Weil ich bin immer noch hin und her gerissen, wirklich, ob ich es mir holen soll oder nicht. Weil ihr wisst es ja, so Sticker wollte ich eigentlich nur mal für euch zeigen und unboxen. Kommt auch bis jetzt sehr gut. Es kommt gut bei euch an, weil einige von euch sammeln ja lieber Sticker als Boosterkarten. Und deswegen mache ich auch immer wieder mal Stickertütchen auf. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich mir jetzt das Sticker-Album hole, dann will ich sie auf jeden Fall vollständig kriegen. Und das ganz schnell. Und ja, es gibt so viel Sticker, Booster, die ich vor die Kamera öffne. Für mich und für euch. Und das geht alles ins Geld. Und deswegen, ich weiß nicht. Oder ich hole es mir und dann dauert es etwas länger, bis ich voll habe, aber schadet ja auch nichts. Hauptsache, ich habe es dann irgendwann voll, aber in die FIFA-Kollektion, bin ich ganz ehrlich, bin ich nicht so der Fan von. Obwohl, wenn ich sowas hier sehe, von dem Verein meiner Stadt, top, muss ich echt sagen. Aber es ist ja nur Geschmackssache. Aber ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet und natürlich, ob ihr sie selber sammelt. Und hier ist es wieder. Das schönste Stadion der Welt. Ja, soll ich näher ranzoomen, dann seht ihr es. Da bin ich auch öfters. Und das ist wirklich ein Highlight, in diesem Stadion Fußball zu gucken. Und das Revierderby steht wieder an. Und irgendwo da werde ich auch sein. Das dazu. Ja, aber trotzdem bin ich auf eure Meinung gespannt, wie ihr die ganze Sticker-Kollektion findet. Weil einige von euch schauen euch ja nur immer die Videos an. Einige sagen auch, nee, es muss nicht sein, lieber die Boosterkarten. Aber wie gesagt, das ist wirklich nur Geschmackssache. So, und hier ist es nun. Das letzte Panini FIFA 365 2020 Sticker Booster. Und ihr wisst ja, wo ihr die sicher und bequem bestellen könnt, verlinke ich immer unter dem Video. Sicher, bequem, immer günstiger. Naja, müsst ihr selber immer schauen. Aber nichtsdestotrotz kommt es mir natürlich auf eure Kommentare an. Obwohl solche Momentbilder sind richtig cool. Hier einer der besten Fußballspieler der Welt. Ja, der hat Respekt verdient, wie seine Karriere angefangen hat, wie er sich hochgekämpft hat. Aber nicht zu trotz. So, und das war jetzt das letzte Sticker von der FIFA. Und ihr schreibt mir natürlich jetzt alles in die Kommentare. Und ich sage, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.